wusstest du, die Fixies sind klitzekleine Wesen. Sogar mit einer Lupe sind sie fast nicht zu sehen. Die Waage. Kaubacke, jetzt reicht's echt. Und was, wenn es was Wichtiges ist? Komm schon, sie ist nur ein Hund. Man sagt, dass Katzen und Hunde einen sechsten Sinn haben, den wir nicht haben. Was ist das? Sie fühlen alle Dinge, die wir Menschen nicht fühlen. Ich lass sie lieber rein. Mama und ich kommen zum Abendessen zurück. Bitte denkt dran, Kaubacke zu füttern. In Liebe, Papa. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Unglaublich! Jetzt glaubst du aber an den sechsten Sinn, oder? Aha. Aber es sieht eher so aus, als hätte Kaubacke einfach Hunger. Wie viel Futter soll ich ihr geben? Guck, das steht auf der Verpackung. Pro Kilogramm des Hundegewichtes eine Tasse Futter bei jeder Fütterung. Aha, alles klar. Wie viele Tassen wiegt Kaubacke? Ups, ich meine, wie viel Kilogramm? Weiß ich nicht. Was sollen wir dann tun? Was meinst du? Wir wiegen Kaubacke. Das werden wir tun. Womit? Mit einer Waage. Da ist an dem Büro deines Vaters. Du hast recht. Los! Ich frage mich, ob es deine Mama nicht stört, dass dein Papa sein eigenes Büro hat und sie nicht. Mama sagt, sie hat ein Büro. In der Küche. Hey, seht, da ist die Waage. Wusstest du eigentlich, dass Menschen schon seit über 7000 Jahren Waagen haben? Wenn wir wissen wollen, wie viel etwas wiegt, müssen wir es mit etwas vergleichen, dessen Gewicht wir bereits kennen. Angenommen, man will eine Wassermelone wiegen. Man legt sie in die Waagschale und die Waage kippt zur Seite. Also muss man Gewichte auf die andere Seite legen, bis sich die Seiten ausgleichen. Nun, das ist zu schwer, aber das passt genau. Da das Gewicht 10 Kilogramm wiegt, wissen wir, dass die Melone 10 Kilogramm schwer ist. Und so einfach funktioniert eine Waage. Na dann mal los. Kaubacke. Als ob sie jetzt zu dir gerannt kommt. Natürlich bleibt sie bei der Futtertüte. Ich weiß, was ich mache. Hier, halte den Leckerbissen, während ich sie wiege. Es scheint vielleicht klein, aber es halte durch. Bitte beeil dich. Komm schon, beeil dich. Fertig. Sie wiegt 2 Kilogramm. Okay, jetzt füttern wir Kaubacke. Kaubacke wiegt 2 Kilogramm, also nehme ich genau 2 Tassen. Meint ihr etwa, ihr könnt eure Haustiere mit allem füttern, was ihr wollt? Oh nein! Damit sie gesund sind, brauchen Haustiere wie Menschen eine ausgewogene Ernährung. Heute gibt es besonderes Tierfutter für Vögel, Fische, Hunde, Katzen und alle möglichen anderen Tiere. In diesem Futter ist alles, was eure Tiere brauchen, um gesund zu bleiben. Wie Fleisch, Fisch, Früchte, Samen, Gemüse und Vitamine. Dieses Futter gibt Tieren eine ausgewogene Ernährung. Man muss es nicht kochen, sie können gleich losfressen. Schüttet es einfach in den Napf und euer Hund ist glücklich. Oder eure Katze und euer Vogel und auch eure Fische. Passt nur auf, dass ihr nichts verwechselt. Was gut für einen Fisch ist, ist nicht gut für einen Hund. Jedes Tier braucht sein eigenes spezielles Futter. Hm.
Was ist los? Was los ist? Du musst ein Stück wegnehmen. Sie hat schon eins gegessen. Okay. Also, dieser sechste Sinn. Ihr glaubt noch daran, oder? Warum bringst du mir das? Oh, Mama ruft an. Unglaublich. Woher wusste Kaubacke das? Ich wusste, dass Kaubacke es hat. Hallo? Das war der sechste Sinn, nicht wahr?